So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu Yoshi's New Island auf dem 3DS Sidra 3DS Emulator. Spieldaten an Nintendo senden. Dies dient der Entwicklung zukünftiger Spiele. Nein. Ja. Das ist schon mal auf Deutsch, ja? Sehr gut. Jetzt muss es nur noch einwandfrei laufen. Das läuft doch schon mal, oder? Will ich mal meinen. Kann sich aber noch ändern. Ist schon ein bisschen älter, aber wie gesagt, ich wollte mal wieder gerne ein 3DS-Spiel emulieren und gucken, wie das Ganze mit dem, genau, mit dem PC-Emulator Sidra 3DS so funktionieren tut. Und wow, bin begeistert. Ist ja mal Glück, ne? Man muss den richtigen ROM finden, es muss funktionieren und man braucht den richtigen Emulator, die richtige Version, man braucht mal einen einigermaßen vernünftigen Computer. Und das alles erstmal instand zu kriegen mit der, ich meine, die Originalkonsole ist ja noch gar nicht so lange her, so lange alt. Und das vernünftig zu emulieren, das ist halt die Schwierigkeit. Und wie gesagt, ich habe den übelsten Respekt vor den Leuten, die sowas können. Ich meine, es ist ein Emulator. Es ist nicht die Originalkonsole, ne? Das muss man immer vor Augen halten. Und dafür läuft das wirklich echt gut. Dafür, dass es, wie gesagt, nur alles umprogrammiert worden ist. Man hat halt schon 1:1 das Gefühl, dass es wirklich das Originalspiel ist. Ist es aber nicht. Ja? Das ist halt der Wahnsinn. Yoshi's Island müsste ich generell auch mal in meine Super Retro Play-Schiene legen. Was mich mal interessieren würde, wer sind die Eltern von Mario und Luigi? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Oh nein. Und Mario fällt hinunter. Direkt ins Meer auch noch. Wir kommen auf Eye Island. Baby Bowser. Nicht verwechseln mit Mini-Bowser. Ich dachte, früher Baby-Bowser ist einfach nur Mini-Bowser, nur irgendwie in aufgehübschterer Grafik. Ich dachte immer, die Mini-Bowsers sind alles Söhne von Bowser. Aber, wie gesagt, Baby-Bowser ist wirklich dann sein Sohn. Diese Mini-Bowsers, die es zum Beispiel in Mario Party gibt, sind seine Abkömmlinge. Also seine, weiß ich nicht, Diener oder so, ne? Auch alles, auf jeden Fall, sie ist erzählt. Aber ich finde so genau gleich erzählt in etwa wie die alten Teile. Die Overworld. Welt 1-1, ei. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es in-game so läuft, weil, wie gesagt, das ist halt, ne, nochmal anders an Performance. Obwohl hier ja auch nicht so viel stattfindet, ne? Oh, die Grafik ist echt wirklich hübsch. Und läuft echt gut. Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, auf dem Screen sind jetzt auch nicht so viele, Effekte, und der muss jetzt auch nicht viel rendern, weil, wie gesagt, schaut mal hier, es ist ja nicht viel vorhanden in dieser Spalte hier immer gleich. Von dem her, läuft wirklich echt gut. Also bis jetzt, okay, erstmal Eier erzeugen. Bis jetzt, meiner Meinung nach, das
Spiel, was am besten auf diesem Emulator funktioniert, ja? Finde ich echt gut. Und dann noch auf Deutsch, also... Kann man da nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Ich habe hier meinen Spaß mit. Das wäre jetzt... Oh, scheiße. Das wäre jetzt beispielsweise auch ein Spiel. Das würde ich auch mal Let's Playen, ne? Ich meine, dann wäre das mein erstes 3DS Let's Play komplett. Weil ich denke mal, das würde von Anfang bis Ende auch, laufen. Also da hätte ich, denke ich mal, keine Probleme mit... Na, ja, das läuft da alles super. Man muss jetzt versteckte rote Münzen finden. Die sind immer unter gelbe Münzen. Und in jedem Level gibt es 30 oder mehr als 30 Mini-Sternchen mit Füßen. Und ja, so Blümchen. Genau. Und die verliert man natürlich auch, glaube ich, wenn man getroffen wird. Immer schön Eier holen. Scheiße. Mann, ich kann durchgehen, sehr gut. Ich dachte jetzt, hätte ich vielleicht vorher durchgehen sollen. Hier kannst du auch immer ein bisschen deine Zeit aufladen. Und wenn du Gegner dann hast, wo du dann durchpassierst, verwandeln diese Gegner sich in, ja, in Münzen. Ist auch mal ganz cool. Deswegen immer Gegner überlassen. Ein guter gemeinter Tipp von mir. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Format, was immer wieder mal kommen wird, ja. 3DS werde ich auf jeden Fall immer gerne mal euch was zu zeigen. Wie gesagt, Wii U würde ich auch gerne mal machen. Da habe ich natürlich das Problem. Das läuft irgendwie nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, wie gesagt, die Wii U hat mir selber nicht persönlich nicht so gefallen angesprochen. Gibt natürlich auch Spiele, die sind echt in Ordnung. Aber es gibt halt nicht wirklich viele Spiele für diese Konsole, ne? Ist halt ein großes Problem. Das ist bestimmt auch noch eine rote Münze. Wenn ich da runterfalle, bin ich doch tot, oder nicht? Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwie noch großartig was gewesen, weil... Wie soll ich da bitte schon hinkommen? Ich brauche Eier. Och nö. Och nö. Das war mir sowas von klar. Das ist scheiße. Wie soll ich denn da rüberkommen, bitteschön? So assi, ne? Ohne Spaß. Kleine Assis, da habe ich ja meine ganzen Sterne verloren, ne? Die scheiß Pflanze, warum taucht die denn eigentlich wieder auf? Scheiß Vieh, ey. Ohne Spaß, tut mir leid, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausfallend werden. Drecksviech. Ob ich die alle noch beisammen kriege, die Sterne, die kleinen... Ich weiß nicht. Ein Ab, geil. Ja, letztes Mal hatten wir ja Story of, oh, cool. Ach, der, ich hätte sogar unten lang gemusst, okay. Letztes Mal hatte ich ja Story of Seasons gespielt. Das lief in-game echt gut. Aber die hoch... tatsächlich... Die gerenderten Sequenzen beim letzten Mal, die waren ja echt wirklich viel zu viel für die, für den 3DS. Ich weiß nicht, ob das im Original auch ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, 10, ey. Das ist richtig bitter. Aber ich will ja auch nicht irgendwie 100%. Das kann ich gerne im Let's Play machen. Mal das Riesenei. Ist echt geil. Warte mal, pass mal auf.
Sehr geil, das war ja mal richtig gut. Ah! Ich will euch ja nur zeigen, was so möglich ist, ja? Und ich sag mal so, Grafik überzeugt voll, ja? Im Vergleich zum Original. Kommt das schon sehr nah ran. Und, ja. Performance-mäßig läuft's auch sowas von. Wie gesagt, wenn ihr da mal irgendwann mal ein Let's Play zu sehen wollt, könnt ihr mir das gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Natürlich nicht alles geschafft, aber... Ja. Oh, wir haben sogar noch 2 Münzen gefehlt und, eine Blume. Aber sei es drum. Gut, Leute, das war jetzt soweit erstmal Yoshi's New Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lief sehr gut, also... Privat würde ich das sehr gerne auch mal hier auf dem, Computer spielen. Das macht echt Bock. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Macht's gut.